Siehst du, wenn ich sowas mache, dann bin ich wieder hellwach, ne? Ja. Warum wird der Baum nicht gefällt? Das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich muss ich hier mal. Warum kann das denn liegen? Ist mein Mana-Pool voll oder sowas? Deswegen kann ich da keinen. Ja, mein Mana-Pool ist voll. Vielleicht kann er deswegen keinen Mana mehr empfangen und deswegen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann ich den Generator nicht auch damit betreiben hier? Also Quarz. Das ist eine gute Frage. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Wenn ich jetzt einfach mal hier. Reicht das von da aus? Jetzt hier eine Pflanze im Bauer. Hallo, warum darf ich den jetzt nicht anklicken? Ich wollte Ich gerade habe doch noch ein sagen, ne? Exoflame dabei. So, und hier ist eine Pflanze. Aha, das funktioniert schon Vier wieder gut. Stück brauchen wir davon. Mit der Mana-Pool war voll, deswegen hat er den Baum nicht gefällt. Aha. So, reicht das hier zum Betreiben des Ofens? Das Ding? Es wäre schon geil, wenn das gehen würde. Ey, voll geil, ey. Aber ich weiß nicht, ob die Entfernung reicht. So, das ist Zwei. irgendwo dran. Doch, das reicht. Guck mal, der holt sich das aus dem Mana-Pool. Das ist ja super. Aber ob der den Generator bespeist, das weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin ja gerade nicht da. Irgendwas passiert da. Ich versuche gerade den Generator, den ich habe, ne, weißt du, Diamanten herzustellen, mit meiner Pflanze zu betreiben. Dass Mit ich da der keine Kohle mehr Pflanze. verschwende. Ja, mit der Exo, mit der So, dann Exoflame, genau. schmeißen wir das hier rein, nehmen uns den Tank. Ne, den haben wir schon. Der Tank war's. Packen den da rein. So, Aber dann haben scheinbar wir gibt es nicht jetzt einen mehr. Tank, der sage und schreibe 128.000 Millibuckets hier fast, ne? Nicht So, schlecht. ich verschwinde mal ganz kurz nach unten und werde mal den Tank komplett mit Lava füllen. Der kommt dann hinten an die Smeltery ran mit dem Fluid Conduit. Und dann zieht er automatisch oder gibt er dem automatisch immer die Lava. Okay. Sind jetzt zwar nur 128 Eimer, die ich reinklicken darf. Aber ich glaube, dann haben wir für die Smeltery so langsam mal ausgesorgt, weil ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viel Clearglas. Die Frage ist natürlich jetzt, wo hatten wir hier unten Lava, ne? Puh. Hier können wir doch schon mal anfangen. Ich befürchte, den Generator kann man damit nicht betreiben. Nope. Wieso geht das nicht? So doof ist das mit der So, Generator nicht ich betreiben wollte kann. schon lange mal hier einen kompletten Lavasee trockenlegen. Ich sehe jetzt schon kommen, dass ich mich anzünden werde. So, komm mit, mein Freund. Das geht leider nicht. Nisch. Nee, geht nicht. Oh, da wär's beinahe passiert. Und wir haben noch nicht mal Advent hier, dass ich sagen könnte, ne? Advent, Advent, ein Blazy brennt. So, den machen wir mal weg hier. So, dann nehmen wir den mal schnell. Von der Reichweite her müsste das doch passen. Ofen dahin. Jetzt wird es hier unten gleich dunkel. So, mitnehmen. So, das ist nur ein so eine komische Pfütze. Hab ich nicht dabei. Dann hätten wir hier jeweils noch ein bisschen was. Das ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Da. Was ist mit den So, Tanks hier, die 36.000 gebaut ist?
1000. Welche Tanks? Naja, ich hätte hier, du hast es in der Dixit-Board, ich hätte jetzt noch mehr Tanks bauen können. Egal. Passt schon. Ich habe nichts gesagt, überhaupt das Gegenteil. So, okay, sind die auch damit verbunden wieder? Den Mana-Pool da? Oh, guck mal, es reicht sogar super. Dann hatten wir hier noch ein bisschen Lava. Es ist zwar überall nicht wirklich viel, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ja, ja, ich hätte auch eventuell eine Pumpe bauen können, die mir die Lava irgendwo abpumpt in der Hölle. Moment mal, Floating, ne? Ah ja. Genau. Cheater! Was denn? Oh. Das wollte ich nicht machen. Cheater an die Wand. Die setzen hier den Cheat-Modus an. Weil du neu installiert hast vielleicht? Ja. Ich hab's schon wieder weggeschmissen. Keine Sorge. Ich wollte das Rezept eigentlich sehen. Ja, dann musst du in den Recipe-Mode gehen. Ja, hab ich gerade gemacht, du. Weißt ja, ne? So über E und... Mhm. Ja, wenn ich jetzt neben Rosa sitzen würde, glaube ich, würde irgendwas in meine Richtung fliegen. Ne, das denke ich mir, das wäre immer geil, ne? Weißt du, wenn du hier wirklich miteinander aufnehmen könntest, hier sich gegenseitig Sachen an den Kopf schmeißen. Zieh doch hier hoch. Zieh doch du hier runter. Hey, du bist mein Haus gerade fertig hier im Badezimmer und so. Jetzt gehe ich auch nicht mehr. Ach so, und ich habe nicht erst vor 4 Jahren gebaut, oder wie? Nee. 4 Jahre, das ist schon ein altes Haus da. Altes Haus, ich gebe dir gleich altes Haus. So, da drüben wäre noch Lava. Wie komme ich denn da jetzt hin am besten? Ach, da ist grün. Bei mir ist es gar nicht grün. Ist egal. Floating, wie mache ich das Scheiß? Wie sehe ich das Rezept jetzt nochmal? E, ne? Und dann muss ich einfach nur auf den Zeitmode. Das habe ich doch alles. Wieso kann ich das Rezept jetzt nicht sehen? Hä? Hä? Was? Froschen. Er zeigt mir das Rezept nicht an. Irgendwo hier müsste doch dann die Lava sein, oder? Blaze, sag mir doch mal, wie das mein Rezept war. Irgendwie. Ja, du musst halt gucken, ob hier. Oder gibst du dir das Zeug immer noch? Nee, das habe ich ja ausgeschaltet. Aber ich sehe das Rezept trotzdem nicht. Und dann gibt's kein Rezept. Kann nicht sein. Zumindest nicht über das NEI. Das ist vielleicht wie mit den. Was für ein Rezept war das, was du mal gesucht hast? Ne, das war ja nur im Buch. Aber mit den Pflanzen müsste eigentlich gehen. Ne, stimmt, das Floating macht er nicht. Ich weiß, für das Floating brauche ich irgendwas so einen Scheiß wieder. Botania, komm her. Lexica Botanica? Ja. Mystical Flowers, Mana Spreader, Botanica, Lexica Botanica. Ich hab schon über die Hälfte. Zurück, ich will. Bubbles Function Generation. Bubblegum. Zum Mana, Introduction, zum Clip. Dayblumen, Lexica Botanica, Mana, bla bla, Pure Daisy. Ich will dieses Floating Zeug haben. Exoflame von Kanada. Hopperhawk Horn of the Wind, Mana Star, Nunium, bla bla bla. Irgendwie war das doch. Irgendwie, irgendwann. Warum steht es nicht unter F wie Floating? Das ist doch doof. So, das sollte jetzt aber dann gleich mal reichen. Ich muss das Ding ja nicht komplett voll. Ich kann ja nicht alle durchscrollen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Verdammt, was Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Was denn? Ich habe meine Tankrad geflutet. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, ne? Ich habe ein Bucket aus Versehen oben drauf gesetzt und habe den weggenommen und der war aber immer noch da. Oh
Mann. Egal, guck jetzt nicht nach. So, das sind jetzt dann, 104.000, das sollte reichen. Dann ist alles gefloatet, das ist doch schön. So, jetzt muss ich nur wieder gucken, wo es hier rausging. Achso, der braucht jetzt wieder Kohle. Also, hier schon mal definitiv nicht. Wenn den Generator nicht mehr betreiben kann, ist eigentlich doof. Geht das jetzt schon wieder los, dass ich hier nicht rausfinde? Ja, jetzt, wenn ich hier so einen See noch habe, dann können wir das Ding auch schnell voll machen. Die letzten 20 Eimer. Das nehmen wir auch mit. So, und dann machen wir das hier auch so. Hier auch, von außen ist es sowieso egal. So, schauen wir mal hier jetzt nach. So, 8 Stück noch. 1, 2, 3. Willst du denn nochmal so einen großen Reaktor hinbauen oder reicht dieser eine Reaktor für immer? Der übrigens gerade keinen Strom mehr liefert. Also es kann sein, dass der noch um 2-3 in jede Richtung erweitert wird. Also nach oben nicht, aber links und also quasi einmal rundum. Je nachdem, was wir halt Maschinen haben und wie viel Brennstäbe noch rein sollen. Ja, müssen wir die Maschinen, die jetzt da dranhängen, irgendwann mal nach weiter wegsourcen, ja? Wie wegsourcen? Damit wir eine kleine Trennung kriegen. Das ME-System hängt jetzt genau davor, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Nee, das ist schon klar, das kommt ja noch weiter weg, gar kein Thema. Ich würde eh sagen, ich weiß nicht, ob wir einen Reaktor draußen haben, wobei wir könnten auch so viel Platz, wie wir drinnen haben, einen Reaktorraum innen drin bauen. Reaktor will ich schon drin lassen. Jaja, deshalb sage ich ja, ich würde gerne alles drin lassen. Jaja. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. So, einmal das hier. So, und du extractest quasi always active. So, das heißt, du geht das schön schnell, ne? Schon fast 2 Stacks. Das arbeitet. Ich bin jetzt fast am Überlegen. Aua. Ja, das machen wir jetzt. Denn wir brauchen noch so viel an Clearglas. So, I need Strom. Genau, Strom wäre schon mal wichtig. Ach komm, nehmen wir das hier. So, das brauchen wir. So, ich brauche ein neues Bazaar. Genau, das Faucet schmeißen wir hier rein. Dann brauche ich einen Drain, genau. Und das dürfte es dann eigentlich schon gewesen sein. Das Buch möchte ich eigentlich nicht haben. Da können wir die wieder reinschmeißen. Halt, nee, ich brauche noch mehr. Planks. Ich brauche 3 Kisten. So, und dann brauche ich noch ein bisschen Irone. War das ironisch gemeint? Nee, nicht wirklich. So, dann hätten wir das. Gut. Moment. Doch, brauche ich. Alles gut. Zack. Dann das hier, zack. Dann bitte einmal Double Chest. Halt, eine Redstone Clock brauche ich auch noch. Aber die können wir im Nachhinein ranklatschen.